Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Samstag. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende. Und heute gibt es nochmal tolles Legends of Runeterra. Wir reden heute nicht ganz so lange, beziehungsweise wir werden viel reden, aber wir gehen direkt ins Game. Ich habe zwei Decks, die ich euch heute vorstellen möchte. Und das ist zum einen das Teemo-Deck, Teemo Ezreal-Deck, und das andere das Yasuo-Deck. Teemo Ezreal ist eins, das ist ein festes Deck, das habe ich aus dem Internet. Das Yasuo-Deck habe ich selber gebaut. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Teemo gibt es in verschiedenen Varianten, ist sehr toxisch, genauso wie in League of Legends selbst. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Es gibt aber Teemo-Decks, die sind sehr aggressiv. Ne, ihr könnt alles Mögliche machen. Ihr könnt das ja mit allem kombinieren. Ihr könnt Frost-Teemo machen, Noxus-Teemo, Demacia-Teemo, was weiß ich. Und diesen Teemo, den ich spiele, ist ein Combo-Teemo. Das bedeutet, wir wollen super lange am Leben bleiben. Es wäre geil, wenn wir jetzt ein Teemo ziehen. Ja, sehr gute Hand. Wir wollen super lange am Leben bleiben und das gegnerische Deck mit Pilzen vollpflastern. Denn Teemo funktioniert so. Er ist ein super schwacher Held. Kostet 1, hat 1 Damage, hat 1 Leben. Wir spielen ihn jetzt auch direkt aus. Ist an sich super einfach zu töten, ist allerdings unangreifbar. Das heißt, er kann nur geblockt werden von unsichtbaren Einheiten. Und jedes Mal, wenn Teemo angreift, und das wird er jetzt, platziert er 5 Pilze in das gegnerische Deck. Allerdings ist das nicht wie bei Hearthstone eine extra Karte, sondern diese Pilze kleben an Karten. Stellt euch vor, ihr habt so ein Kartendeck und zieht da und da sind so eklige Pilze dran. Bleh. Ja, und diese Pilze machen einen Schaden pro gezogener Pilz. Und es können auch mehrere Pilze an einer Karte sein. Okay, wir spielen gegen Full-Schatteninseln. Bei Schatteninseln ist das so. Das wird jetzt super schwierig, dieses Game. Schatteninseln ist so. Schatteninseln haben vergängliche Karten. Das heißt, sie sterben am Ende. Die spielen die aus und sterben am Ende der Runde. Sind aber super strong. Ja, der hat jetzt schon 3 Schaden. Und ich möchte ihn nicht mit Teemo blocken. Möchte ich nicht. Ich meine, er stirbt am Ende ohnehin, ist jetzt weg. Das sind vergängliche Karten, das sind Geister, die kommen und gehen. Das heißt, die haben viel Power, sind aber sofort wieder weg. So, das hier ist eine sehr, sehr wichtige Karte, der Poffpilzhändler. Dieser Poffpilzhändler macht für jeden Zauber, den ich ausspiele, 3 weitere Pilze in das Deck des Gegners hinein. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. So, Teemo greift erneut an. Ja, mehr machen wir nicht. Der Pilzhändler, der muss am Leben bleiben. Ich meine, vielleicht könnte er den hier töten. Könnte er und würde überleben, aber der darf nicht sterben. Ich sage, das hier sind die beiden wichtigsten Karten in meinem Deck, meiner Meinung nach. Und wieder 5 weitere Pilze rein. 10 hat er jetzt. 10 Pilze bei 33 Karten ist nicht so viel, wie es sich anhört. Da muss noch viel mehr rein, Leute. Viel mehr. Aber es geht jetzt gleich los. Es geht gleich los. Das ist ein Combo-Deck. Wir müssen super viel Zeit schitten. Und das ist die Schwäche bei dem Deck. Und ich habe das Gefühl, es ist im Vergleich zu anderen Decks, da ist ein Pilz, ein Schaden. Ich habe das Gefühl, im Vergleich zu anderen Decks ist es sehr schwach. Es braucht super lange. Zumindest dieses Deck. Es ist nämlich auch sehr schwach. Hat 1 Damage, 3 Leben. So, da ist ein Hai. Oh shit, der stimmt, der Hai. Der Hai kommt immer wieder, wenn ein vergänglicher Dude angreift. Wenn ein vergänglicher Dude angreift, kommt der Hai wieder. Und der bufft alle Vergänglichen. Das ist so ekelhaft, Leute. Das ist so ekelhaft, ich spüre. So, was machen wir jetzt? Wir spielen eine Karte aus. Und zwar wollen wir den blocken, glaube ich. Wollten wir den blocken? Ich glaube, den wollen wir blocken. Das bedeutet, oder wollen wir... Ja, ja, wir spielen den mal aus. Der gibt mir 2 Pilze auf die Hand. Ein Pilz macht 5 Pilze in das... Oder einmal das gezaubert, macht 5 Pilze in das gegnerische Deck hinein. Wir haben nicht mehr viel Zeit und werden bald sterben, wenn wir jetzt nicht schnell was machen. Wähle einen Begleiter. Was macht er mit ihm? Ich weiß nicht, was er da macht, aber das ist super ekelhaft, Leute. Sind wir ehrlich? Es ist super ekelhaft. Die Frage ist jetzt, wollen wir hier irgendwas blocken? Dieser Hai stirbt ja gleich. Hai-Streitwagen. Wie sieht denn der Hai-Streitwagen aus? Oh, guck mal. Ne, so gleich. So ist es. Hier sieht man einfach nur so ein Hai. Aber hier ist einfach wirklich... Das sieht ganz verrückt aus. Das finde ich cool. So, die Frage ist, wollen wir was blocken? Ja. Okay, ich hätte sie blocken wollen. Alter. 4, 8, 12 Schaden. Bruder. Den will ich nicht sterben lassen. Den will ich nicht... Ich sterbe eh am Ende. Ich könnte hier einen blocken, aber... Ich sag einfach mal... Come at me, bro. Ich nehme das wie ein Mann, wie ein Teemo. Au. Das sind Seeleninseln, meine Freunde. Aber bei uns geht es jetzt auch langsam los. Wir können jetzt einen guten Zug machen. Einen schönen Kombo-Zug können wir machen. Einen schönen Kombo-Zug. Denn
Eigentlich könnten wir den Zug noch besser machen, aber wir haben leider nicht genug Mana. Wir spielen einen weiteren Pilzhändler aus. Wir haben jetzt zwei Pilzhändler, die für jeden Zauber 3 Pilze zusätzlich in das Deck des Gegners reinmischen. Timo entwickelt sich, sobald ich 15 Pilze im Gegnerdeck habe. Wir haben 10. So. Soweit, so gut. Was jetzt passiert, ist folgendes. Er macht irgendwas. Gewähre mir pro vergänglichen Verbündeten plus 1, plus 0. Okay. Wir machen folgendes. Wir spielen Pilzwolke. Das heißt, er kriegt 5 Pilze. Ich liebe den Geruch von Pilzen am Morgen. Plus 3 Pilze hier. Timo entwickelt sich jetzt erstmal. Zu Timo 2 ist immer noch sauschwach, aber der hat einen coolen Effekt jetzt. Hier 3 Pilze. Hier 3 Pilze. Wir machen das Ganze nochmal. Hier 5 Pilze. Da 3 Pilze. Hier 3 Pilze. Wir benutzen diesen Zauber. Wirf zum Ausspielen 2 Karten ab, ziehe 2 neue. Werfen die beiden. Wir werfen einfach mal die beiden hier ab. Und wieder 3 Pilze. Und wieder 3 Pilze. So. Jetzt greifen wir mit Timo an. Und mit dem greifen wir von mir aus auch mal an. Timo macht jetzt, wenn er angreift, verdoppelt er die Pilze im gegnerischen Deck. Timo 2 verdoppelt. Wir haben hier 36 Pilze im Deck. Wir sind gleich tot, sind wir ehrlich. Aber wir haben 36 Pilze und wenn der jetzt angreift, werden aus 36 72. Boom. Und wenn er im nächsten Zug angreift, werden aus 72 144. Und danach, Leute, danach ist langsam Dead Zone. Aber wir sind auch in der Dead Zone. Wir können jetzt aber ein bisschen mit den Pilzhändlern blocken. Wir haben auch noch ein paar Zauber. Wir haben noch Ezreal. Wir haben noch ein bisschen zur Verfügung. Er hat leider gerade eine Karte gezogen und kein Damage bekommen. Jetzt seht ihr, 72 Pilze klingt viel, aber kein Damage. Meistens halte ich nicht so lange durch. Hecarim, nein! Hecarim macht... Au! Okay, wir müssen überlegen. Wir haben einen Zauber. Okay, wir brauchen Blockkarten. Passt auf. Wir spielen den Wuselrudel. Dann habe ich immer noch... Dann kriegen wir nochmal eine Pilzkarte. Wir sind gleich tot, Leute. Wir könnten Ezreal ausspielen. Vielleicht. Wie viel kriegt er? Er hat gleich 5 Einheiten zum Angreifen. Eigentlich will ich Timo nicht verlieren. Ich glaube, ich muss auch noch Ezreal einen ausspielen zum Blocken. Wir müssen diese Runde überleben. Wobei er vielleicht auch nicht mit allen angreift. Sieht aber aus, als geht er jetzt in All-In. Wenn Hecarim angreift, ruft er 2 Phantomreiter. Das ist... Und scheiße, wenn die Phantomreiter angreifen... Das ist Brock. Da seht ihr. Das ist Brock. Überleben wir das. 3, 6. Ich glaube, meine Freunde, wir sind tot. Ihr müsst überlegen, das sind alles Karten. Die gehen alle nach diesem Zug tot. Aber ich muss die jetzt irgendwie blocken. Und er macht jetzt sowas, ja, fick dich. So, was können wir machen? Ja, die Zeit läuft weiter, das ist nicht gut. Ich habe noch einen Blitzer, der macht nur 2x einen Schaden. Den kann ich nicht auf einen machen, glaube ich. 2x, oder? Nee, scheiße. Das heißt, wir können sagen, der blockt den, der blockt den, der blockt den, der blockt den, der blockt den und dann kriege ich 5 Schaden, 6 Schaden. Die haben alle Minimum 5, 6 Schaden. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall sterben. Ich kann hier nochmal Pilze reinmachen. Schade. Er hat viele Pilze im Deck, aber wir sind tot, Leute. Wir sind einfach tot. Aber ich finde, das ist gut, weil, so habt ihr gesehen, ne, wir nehmen ja nicht nur Runden, wo wir gewinnen. Ne? Das highlighte ich ja mal. Ich finde, so seht ihr auch mal, was andere Decks können. Ich dachte mir immer dieses vergängliche, ja wow, ey, die eine stirbt am Ende des Runden, an der Ende der Runde, wie scheiße ist das denn? Aber, Bruder, hier, nimm nochmal Pilze, einfach just for the sake. Nimm noch mal ein paar Pilze, Brody. Damit wir einfach noch mal was voll machen. Diese Pilze brauchen halt sehr lange. Wenn ich jetzt noch... Hätte ich noch ein, zwei Runden überlebt, dann hätten die Pilze ihn gekillt. Ich sag's euch. Ne? Aber ich meine, ich hätte ihn jetzt noch mal verdoppelt auf 160. Aber ich glaube, sein Deck ist auch so ein bisschen ein Hardcounter gegen meins. In dem Deck ist auch übrigens Kallister mit drin. Und da kommt der Damage. Es schmerzt. Es schmerzt, es schmerzt, es schmerzt, es schmerzt, es schmerzt. Okay. Folgenderweise. Wir spielen jetzt. Hier ist unsere Belohnung. Das wird aufgeladen. Cool, cool, cool. Schön, schön, schön. Wir spielen jetzt Yasuo. Yasuo. Yasuo funktioniert folgenderweise. Yasuo ist manchmal sehr schwierig durchzubringen und Yasuo fehlt immer. Ich krieg nie Yasuo. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an League angelehnt ist, dass er nie da ist, aber er ist nie da. Und zwar
Dieses Deck beruht auf Betäuben und Zurückrufen. Wir haben Yasuo und Katarina in diesem Deck. Wir wollen viele Gegner betäuben und auf die Hand zurückwerfen. Das ist unser Plan. Wie das genau funktioniert, zeigen wir gleich. Oder ich euch. Ah. Bedeutet, wir haben einzelne Karten hier, die zum Beispiel betäuben können. Das hier kann betäuben. Und Yasuo macht auf alle Gegner... Oh, wir spielen jetzt gegen den Teemo, glaube ich. Oder ist das was anderes? Ich glaube, das könnte Freljord, Teemo. Das wäre mal interessant. Das könnte echt stark sein. Weil Freljord kann viel einfrieren, viel Zeit kaufen. Viel Zeit. So, was können wir machen? Wir können mit diesem Ding einen Verbündeten auf unserer Hand Barriere geben. Wollen wir eigentlich noch nicht. Damit möchte ich Yasuo nachher Barriere geben. Das heißt, wir müssen erstmal gar nichts machen. Was aber nicht unglaublich schlimm ist, weil dieses Mana geht ja in Zaubermana über. Ist nicht so schlimm. Die ersten Runden nichts zu machen, überhaupt nicht schlimm. Da haben wir Stahlsturm. Yasuos Fertigkeit. Betäube einen angreifenden Gegner. Ich glaube, wir haben ein paar Spells, um den zum Beispiel zu töten. Was machen wir? Wir spielen als erstes mal erst in der Offensive. Er will den ja nicht verlieren. Das heißt, wir spielen erstmal die Spinne aus und betäuben ihn. Oder? Naja, passt auf. Wir machen das mal folgenderweise. Wir spielen sie aus. Sie macht, dass ich eine Karte ziehe beim Ausspielen. Und ich sag, er will nicht. Er rein theoretisch auf dem Blatt Papier könnte er angreifen. Er könnte. Er könnte hiermit oder er killt einfach sie. Ist okay. Tötet er. Das ist okay. Ich habe, glaube ich, nichts, um hier irgendwas zu machen. Lass ich das einfach durch. Ich kann ja jemanden auf meine Hand Barriere geben. Das bringt mir allerdings gerade nichts. Gut. Dann wird er mit der Einheit jetzt wahrscheinlich auch angreifen. Da sind die ersten drei Pilze in meinem Deck. Tut weh. Schmerzt. Zug beenden. Ich glaube, mein Deck ist nicht schnell genug gegen so einen Pilzlord. Gegen langsame Decks ist Pilz sehr stark. So. Er greift an. Wir können leider überhaupt nichts machen. Ich könnte ihn stunnen. Aber das möchte ich mir für Yasuo nachher aufbewahren. 3 Damage ist ja noch nicht so viel. 3 Pilze ist auch noch nicht so viel. Alles im Rahmen. So. Leider kriegen wir überhaupt nicht die Karten, die wir brauchen. Wir haben super viel Müll. Super viel doppelt. Gar keine Einheiten. Dann spielen wir mal die Spinne aus. Die kann eine Einheit stunnen. Machen wir. Wir stunnen den Boy da hinten. Dann kann er nicht angreifen, wenn er gestunt ist. Oder beziehungsweise er kann auch nicht blocken. Ist nicht verkehrt. Ich kann jetzt kurz überlegen, ob er was dagegen machen möchte. Ich kann hier mal so einen Sticker reinmachen. So einen mathematischen Sticker. Ne? Okay, er macht irgendwas. 5 Pilze. Das heißt, wir haben wieder weitere 8 Pilze in unserem Deck. Tut weh. Jetzt sehen wir das Ganze mal aus der anderen Sicht. Das Gute ist, wenn er gestunt ist, kann er nicht verteidigen. Bedeutet, wenn ich jetzt angreife, dann kann er nicht blocken, aber er kann vielleicht mit einem Zauber den kaputt machen. Das könnte er machen. Und das macht er. Oder er friert ihn ein. Wie einfrieren funktioniert, da bin ich noch nicht ganz sicher. Das ist nämlich nicht wie ein Hearthstone. Dieses Deck könnte echt stark sein, was er spielt. Er friert meine Einheiten die ganze Zeit ein und ich kann ihn nicht töten. Und kauft Zeit, während Pilze mich dahin raffen. Ne? Ich glaube, wenn man nämlich gefrorene Einheiten angreift, die haben erstmal 0 Schaden, weil sie sich nicht wehren können. Und sie explodieren sofort. Sie gehen sofort kaputt. Egal, wie viel Schaden du hast. Ich glaube, sie explodieren sofort, zack, tot. Katarina, meine Freunde. Katarina ist cool. Katarina geht nämlich jedes Mal, wenn sie aufs Board kommt, ruft sie sich selber zu. Sie ist tricky. Sie ist tricky. So, ja, Teemo. Können wir Teemo entfernen? Gerade nicht. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich kann nur alles... Ich bräuchte Yasuo, Leute. Ich brauche Yasuo. Wir können Katarina ausspielen. Mache ich das? Ich kann mal eben alle Gegner stunnen, weil ich will auch nicht, dass er mir 5 Pilze ins Deck packt. Aber er ist noch nicht Level 2. Ne, komm, dann lass mir. Level 5 Pilze sind 5 Pilze. Das ist noch nicht so schlimm. Wenn er mir jetzt Pilze reinpackt, dann können wir immer noch was machen. Okay, er greift an. Das ist eigentlich dumm, dass er angreift. Weil ich werde jetzt seinen Pilzhändler töten. Ich könnte Teemo stunnen. Mache ich das? Ich glaube nicht. Nein. Nein. 5 Pilze ist noch nicht so schlimm. Verdoppeln ist schon schlimmer. Okay, jetzt... Oh, er friert den ein. Ah, das ist so ekelhaft. Und jetzt können wir sehen. Wobei, der geht so oder so kaputt. Aber... Ah! Und jetzt verdoppelt er sich wegen dem Zauber. Oh mein Gott. Ich kann jetzt aber nochmal reagieren. Okay, komm. Wir müssen jetzt was machen. Passt auf. Wir stunnen alle Gegner mit 4 oder weniger Stärke. Machen wir jetzt. Weil ich will nicht meine Einheiten verlieren und ich will nicht mehr Pilze ins Deck bekommen. Hier. Stun auf alle. Stun macht einfach nur, dass sie nicht mehr fighten. Zack. Das heißt, er lebt, alles lebt, ist cool. Keine Pilze, nichts weiter. Ein bisschen Zeit gekauft. Wobei er eigentlich eher Zeit kauft. Yasuo! Ja, shit! Den hätte ich gerade gebraucht. Yasuo macht für jede Einheit, die ich betäube oder stunne, 2 Schaden. Hätte ich das gerade gemacht, hätte er 2 bekommen, er 2 bekommen. Wenn ich jetzt Yasuo ausspiele,
Jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir spielen erstmal das aus. Dadurch gebe ich Yasuo Barriere. Zack. So. Und wir spielen Yasuo jetzt aus. Wir hoffen einfach mal. Wir hoffen einfach mal. Lasst uns einfach mal hoffen. So, wir greifen jetzt mit Katarina an. Die sind beide, haben beide Direktschlag. Und da sollte er eigentlich jetzt. Außer er macht jetzt. Der kommt jetzt irgendwie hier ein oder macht kalt oder. Wir greifen an. Wir greifen mit allen an. Katarina, wenn sie angreift, entwickelt sie sich. Ist ein bisschen verrückt und kommt auf meine Hand zurück. Und bei Yasuo, wir brauchen dreimal betäuben oder zurückrufen. Das ist eine gute Synergie. Sie ruft sich selber zurück. Er blockt meinen Wordingstein. Zack. Sie verwandelt sich. Zack. Verwandlung. Zwar. Sieht cool aus. Und ist auf meiner Hand. Ist ein bisschen doof, weil ich sie wieder teuer ins Spiel reinbringen muss. Sie ist wieder teuer. Sie ist sogar teurer geworden als vorher. Sie hat vorher 3 gekostet, jetzt 4. Das Gute ist, wenn ich sie ausspiele, hat sie den Effekt, bereite meinen Angriff vor. Das kann ich euch gleich zeigen. Und zwar. Erstmal töten wir gleich Teemo. Das wird vielleicht potenziell lustig. Am besten wäre, wenn er noch was ausspielt. Da werden wir gleich was machen, Leute. Ja, so wird sie auch gleich entwickeln. Ich glaube sogar jetzt. Komm, spiel den noch aus. Spiel. Spiel. Den wird er nicht ausspielen. Alle Gegner mit 4 oder weniger Stärke. So. Für ihn. Ne, wir machen beide weg. Einschüchterndes Gebrüll. Alle Gegner mit 4 oder weniger Stärke. Hasaki, meine Freunde. Das heißt, sie werden jetzt gestunt. Der und der. Und er macht 2 Schaden an alle, die gestunt werden. Das heißt, der stirbt leider noch nicht, aber ja, mal. Und er verwandelt sich. Oh, er killt ihn, glaube ich, jetzt. Er killt ihn. Weil, erkläre ich sofort. Zack. Er macht nämlich jetzt nicht nur 2 Schaden, sondern seinen gesamten Schaden an den Gegner, wenn er jemanden stunt. Ja, sag moi. Dieses Deck habe ich gebaut. Ich. Ja, also, ne, aber das ist so gut. Also, sag moi. Na gut, schön. Schön. Ich würde sagen, da drücken wir direkt noch eine hinterher. Wir haben aber kein. Also, ne? Cool. Wir können gleich das Vlad Yasuo Deck ausprobieren, aber ich habe ein Vlad unter 40 Karten. Wie hoch ist die Chance, dass wir Vlad sehen? Gering. Und 2 Braums. Oder ein oder 2 Braums. Yasuo. Geil. Dabei haben wir die wichtigsten Karten nicht mal richtig gehabt, eigentlich. Da sind noch ein paar richtig coole Karten drin. Ein paar. So, was haben wir? Weg. Wir brauchen mal, komm. Gib mir. Kata, na, ist nicht so geil, aber ich meine, wir brauchen ja Yasuo nicht in der ersten Runde, weil er kostet ja 4, ne? Also, es ist nicht super schlimm. Das Problem, was ich mit dieser Karte habe, betäubt alle Gegner mit 4 oder weniger Stärke. Ab und zu gibt es Gegner, die haben einfach mehr, dann ist die useless und ja, es ist nur betäuben so. Irgendwie, ich meine, es gibt Karten, die machen allen 2 Schaden, das ist halt nur betäuben. Ohne Yasuo macht die Karte nicht so viel, finde ich. Nein. So. Okay, er tötet ihn direkt. Das heißt, er zieht 2 Karten und spawnt eine Spinne. Ist wieder so ein Frostdeck. Könnte räudig werden. Wir wollen jetzt gleich auch mal was machen. Das wäre cool. Wir haben bisher nämlich noch nichts machen können, weil wir keine Karten ausspielen konnten. Deswegen werden wir. Wir werden die ganze Zeit überskippt, weil wir nichts machen können. Das kann man ausschalten. Ich denke, das wird für Pro-Player nachher wichtig, weil rein theoretisch sage ich ihm damit, hey, ich habe keine Karte mit 2 und 1 Kosten, die vielleicht broken sein könnten. So, fangen wir an. Was machen wir? Wir könnten mit Katarina anfangen, dann rufe ich sie direkt aber wieder auf meine Hand zurück. Und das ist ein bisschen doof, weil dann habe ich keine Karte auf dem Feld. Wir spielen erst einmal die unangreifbare Assassine. Dadurch ziehen wir nochmal eine Karte. Und machen, wenn er jetzt nichts dagegen hat, 2 Schaden an seinem Nexus. Okay, er hat was dagegen. Hausspinne. Cool. Hausspinne, spawnt nochmal eine Spinne. So, wir greifen an. Kann er nicht blocken, weil es unangreifbar ist. Unsichtbar, verstohlen. Man könnte auch verstohlen sagen, aber ich denke, sie wollten nicht dasselbe wie bei Hearthstone haben. 2 Damage. 2 Damage und 2 Damage. So. Wir brauchen Yasuo, Leute. That's what we need. Die Frage ist, wird er kommen oder ist er AFK? So, was werden wir machen? Er wird jetzt gleich ganz viel angreifen. Wir spielen aus und zwar.
Wir könnten die alle gleich stunnen. Hätte ich ja so... Oh, er hat Elise. Elise. Sie wird sich im nächsten Zug verwandeln. Kann ich sie töten? Ich kann sie zurück auf die Hand schicken. Das könnten wir machen. Ich glaube, wir schicken sie mal eben zurück auf die Hand. Weil dann muss er sie gleich nochmal neu ausspielen. Ich habe gerade nicht genug Zeug, da irgendwie was zu machen. So, mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Nee, wisst ihr nicht. Cool. Diese Karte schickt eine beliebige Hand auf die Hand zurück. Zack. Sonst hätte sie sich nächsten Zug verwandelt. Ich weiß, was ich bin dumm! Okay. Okay, Elise ist wieder da. Elise, meine Freunde, ist wieder da. Dann spielen wir jetzt den aus, weil wenn wir Glück haben, bis dann mal die Karte. Ich glaube, er wird Elise nicht zum Angreifen benutzen. Aber wir könnten vielleicht unter Umständen dann Elise angreifen. Aber er wird sie nicht benutzen, wird er nicht. Das wäre dumm. Aber das heißt, er wird nur mit diesen... Nee, er wird gar nicht. Er wird maximal mit... Nee, er wird nicht angreifen. Er wird, wenn er klug ist, nicht angreifen. Das ist der Call. So, okay. Jetzt verwandelt sich Elise. Ist aber... Elise ist jetzt nicht so broken. Es ist super viel Tempo. Also super viel Early Game. Aber sie ist nicht insane, Bro. Sie macht, dass jede Spinne herausfordernd und bedrohlich wird. Und mehr Damage bekommt, glaube ich, oder? Nur herausfordernd und bedrohlich? Ja. Ist nervig, aber wurde sie genervt? Ich meine, sie hatte mal plus 1 für andere Spinnen. Ja, vielleicht ist das auch falsche Erinnerung. So, was machen wir? Wir haben Katharina, wir können alle Gegner stunnen. Mit Yasuo werden alle tot, aber Ja, Leute, Moment. Wir spielen... Wir spielen den Boy Maus. Der Boy kriegt für jede Karte, die ich gestunnt oder zurückgezogen habe, 2 Schaden dazu. Und 2 Leben. Wir werden jetzt mal ein bisschen angreifen und gucken, was... Ich meine, er muss auch mal was machen. Vielleicht, er hat 4 Mana, er kann vielleicht viele Zauber machen, aber... Diese Karte ist stark. Wird noch stärker mit der Zeit, aber ich muss jetzt mal ein bisschen Tempo reinbringen. Katharina ist halt wirklich schwierig. Und hier haben wir Yone. Yone gibt es irgendwie in der Lore... Oh, er stunt ihn. Yone gibt es irgendwie in der Lore von League. Er ist Yasuo 2.0. Er hat deutlich bessere Stats, er sieht aus wie Yasuo und er stunt 2 Ziele. Die wichtigste Karte fehlt mir, Legend. So, ich greife jetzt trotzdem an. Das Problem ist, er wird potenziell... Jetzt müssen wir kurz überlegen. Wenn ich mit der angreife, blockt er eventuell mit dieser Spinne. Das heißt, ich trade eine 3-2-Karte gegen eine 2-2-Karte. Wo ich vielleicht diese gegen dieser Wert eher herausfordere. Er wird sonst... Er wird sie sonst irgendwie spotten. Er kann jede Karte so angreifen, wie er möchte. Das machen wir jetzt. Das passt. Wir müssen jetzt langsam nur Yasuo bekommen. Das wäre... Ah, da ist er ja! Hasaki! Das könnte was werden gleich. Wir müssen jetzt Yasuo ausspielen. Und dann alles dann. Ich hoffe, er bufft sie nicht über 4 Stärke. Dann sind wir gut, Leute. Wir kriegen eine Instant... Oh, ich sehe mich da, Leute. Ich sehe mich da. Es wird jetzt erstmal ein bisschen knifflig kurz, aber ich sehe mich da. Sehr I see me. Was macht der Elises? Haarsträubendes Gefühl. Wenn ein Verbündeter in dieser Runde gestorben ist, beschwöre 2 Jungspinnen. Okay, Jungspinnen klingt jetzt noch nicht so krass. So, Zug beenden. Gib mir Yasuo. Ich hoffe, er tötet ihn nicht. Er hat töten Karten in seinem Deck potenziell. Ihr seht, klar, Elise, nicht so krass, 4-3, aber... diese ganzen... Er könnte, was er jetzt machen kann, er kann mit diesen 2 Spinnen die beiden angreifen und dann kann der Rest von den Karten geht in mein Gesicht rein. Und das wird jetzt passieren. Er kann halt aussuchen, das ist so stark. Das ist so stark. Aber gut. Ich kann nicht verteidigen, also nicht wie ich möchte, sondern wie er möchte. Und bei so vielen Spinnen, ich habe kein Aui, ich habe ein Aui-Clear, hier. Den kann ich sogar zaubern. Machen wir das. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir warten, bis wir Yasuo haben. Weil dann töten wir alle. Ne, nicht alle. Außer Elise. Wir nehmen den Damage. Das wird viel. Das wird ungefähr 10, 12 Schaden werden. 13, irgendwie sowas. Aber. Vielleicht greift er auch mit Elise nicht an, weil er Angst hat. Aber ich glaube, er wird angreifen. Okay, das ist... Guck mal, das ist ein Fehler von ihm. Glaube ich. Also, ja, wir blocken jetzt einfach eine Spinne. Oder kommt da jetzt irgendein sneakiger Plan? Weiß ich nicht. So, Schützer des Dings. Lasst mich kurz überlegen, wie machen wir das? Wir spielen gleich Yasuo aus. Nee. Oder? Nein. Wir lassen das mal. Weil ich möchte das Mana aufsparen. Ich spiele gleich Yasuo, der kostet 4. Dann gehen 2 nochmal ins Zaubermana und dann haben wir nämlich hier noch ein bisschen Puffer, damit wir den vielleicht noch ausspielen. Das wäre geil. Denn das hier ist ein kleiner Yasuo. Wir haben den großen Yasuo, den mittleren, also den normalen und
einen Mini-Yasuo. Dieser Yasuo wird stärker jedes Mal, wenn ich eine Einheit betäube oder zurückrufe. Das ist insane. So, wir spielen jetzt Yasuo aus, oder? Noch nicht? Lass mich überlegen. Wir kriegen genug Mana, Nessa. Und wir spielen erstmal den aus, weil vielleicht sagt er jetzt irgendwas, okay, ich habe was, um eine Einheit zu töten. Ein Zauber. Und dann macht er das gegen den. Vielleicht. Wobei, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch jetzt. Aber wenn wir. Ne, wenn ich ihn den nächsten Zug ausspiele, dann haben wir dann. Oh. Ist aber. Ah, nee. Ja, es geht. Es geht. Okay, hier, guck mal, hier kommt ein Unsterblicher. Okay, ich kann noch einen jetzt. Da ist ja so. So. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Bitte töte ihn nicht. Und jetzt, bitte, lass mich zuerst. Ich will noch jetzt zuerst. Oh, noch nicht. So. Da kommt das Kind in mich raus. Ich bin ein Kind, Leute. Ich bin ein Kind. So. Stunt alle Gegner mit 4 oder weniger Stärke. Den und den. Er kriegt für jede Einheit, die gestunt wird, plus 2. Er macht an allen turbomäßig viel Damage. Wird er das blocken? Kann er das blocken? Wir könnten auch Yone spielen. Der kann auch mal 2 blocken. Aber wir machen mal das. Let's go. Sag mir, dass du da nichts gegen hast. Sag es mir. Bitte. Das wäre der. Das wäre ein Dreamzug. Ein Traumzug. So einen hatte ich noch nie, glaube ich. So einen Traumzug hatte ich noch nie. Das Problem ist, dass er sich erst verwandelt. Also, er würde Elise nicht töten. Er wird Elise nicht töten. Wenn sie hinten wäre, hätte er sie getötet. Weil er wird sie stunnen. Er wird 2 Ziele stunnen. Ne, 4. Okay, es geht los. Jetzt verwandelt er sich. Und es geht weiter, glaube ich, oder? Da geht noch mehr, oder nicht? Der ist ein bisschen fies, ja. Jedes Mal, wenn er stirbt, kommt er wieder und wird stärker. Den willst du eigentlich nicht so oft töten. Aber das war, ja. Ich glaube, er denkt sich so jetzt, ach komm. Und hier, Leute, 13-3. Kleiner Yasuo. Guckt ihn euch an, so ein kleiner Yordle-Yasuo. 13-3. Er denkt jetzt so, ach komm on, fickt euch doch. Ach komm on. Er denkt einfach nur, ach komm, was ist das für eine Scheiße. Ruf 3 Verbündete in dieser Runde gestorben sind. Ekelschlund. Ja, was für Ekelschlund. Das macht mir doch nichts. So, das Räudige ist ja, dass diese beiden Lords und Ladies. Ja, komm, du kriegst jetzt in dein Gesicht einfach. Dass diese beiden Lords und Ladies. Nein, Yasuo. Oh, gut. Er hätte Yasuo töten können, weil ich dumm bin. Aber. Okay, er muss aber auch gucken, dass er den blockt, weil sonst ist er tot, müssen wir auch mal so sagen. Er muss den blocken, weil sonst ist er tot, sind wir auch mal ehrlich. Weil Yasuo könnte er töten. Der hier wird ihn halt, er wird kein Damage bekommen, der kleine Yordle Yasuo. Der killt ihn, ist am Leben und hier kommt Damage in dein Gesicht. Ich bin ein guter Spieler. Ich bin ein insaner Yasuo-Spieler. Schön. So, er ruft irgendwelche Spinnen. Das ist alle. Das interessiert mich alles nicht. Ist das Elise-Zauber? Erwachen der Brut? So, er hat jetzt da 3 Spinnen, aber Sacha Mai. Also, Elise finde ich persönlich nicht so krass, aber. Ja, also, sie kann schon Tempo haben, aber. Guck, er ist jetzt wieder da plus 1. Er kriegt jedes Mal plus 1, wenn er stirbt, aber er kann nicht blocken. Dieser Dude kann nicht blocken. Das ist seine Schwachstelle. So, er will mit Elise hier jetzt angreifen. Er fordert diesen Boy raus. Er will ihn vom Board haben, aber ich glaube, es gibt deutlich schlimmere als diesen Boy. Aber mach, mach, was du möchtest. So, was werden wir machen? Der wird nicht sterben, außer er bufft diese Karte jetzt. Hat er irgendeinen Plan? Bufft er sie? Wir können aber... Leute, ich hab ein bisschen was. Nicht so viel, aber ein bisschen. Mein Yasuo wird ja wohl nicht sterben, ne? Nee. Lass uns überlegen, was machen wir? Was macht er? Er macht jetzt, wir müssen, er bufft alle seine Spinnen. Das könnte räudig werden. Weil er wird nicht hier mit so Spinnen. Eins hier, den gegnerischen Einheiten 1. Okay. Das heißt, der wird sterben, der aber nicht. Was können wir machen? Wir können leider, ich hätte diese beiden, die sind wichtig. Aber wir können Stahlsturm machen. Das machen wir mal auf den, weil ich möchte nicht, oder wir machen das auf den. Weil dann stirbt dieser Dude nicht. Und ich hoffe ja, so stirbt einfach generell nicht. So, let's try. Stahlsturm ist seine Attacke, sein Q. Stunt ein Gegner. Hasaki! Und jetzt ist sie gestunt, kann nicht angreifen und er killt ihn. I'm loving it, Leute. Und diese Animation, come on.
Zucker, très bien, merci beaucoup. Es kann sein, dass er gleich noch einen Zauber hat, um die zu töten. Potenziell. So, aber wir haben Yone. Yone, der Windjäger. Stun 2 Gig noch. Ja, dann würde ich sagen, Yone! Wir können leider nur ihn stunnen, aber ist okay. Wir stunnen ihn jetzt, weil er wieder stärker wird, Leute. Fee Klingwirbler. Es ist weiblich dann, Fee Klingwirbler. Na, es gibt auch weibliche Yasuos. Er ist tot. Interessiert niemanden mehr. Weg. Ich hätte das auf 2 machen können. Und diese hier ruft 3 Gegner zurück. Mina Flinkfuß. Das heißt, ich kann 3 Gegner mit Yasuo quasi umbringen. So. Ich bin dran. Wir probieren das. Wir haben auch Katharinas hier, aber die brauchen wir gerade nicht. Das heißt, wir probieren. Wir könnten sie einfach gleich. Wir probieren das aus. Rufe 3 Gegner zurück. Den und den. Let's go. Show me. Das heißt, sie werden zurückgerufen, aber trotzdem, glaube ich, schon Yasuo angegriffen. Show me. Es ist so lustig, es macht Spaß. Ihr seht ja auch, wie mir das bockt. Das macht Spaß, es bockt. Do it. Hasaki. Sekiro. Sekiro. Wag es nicht. Zack. Wäre leider nicht tot, aber... Okay, das wusste ich auch nicht. Er hat jetzt wieder volles Leben. Dann verstehe ich das nicht ganz, aber ist okay, cool. Wobei, wenn... Naja, ist okay. Das heißt, Bruder... Wobei, stirbt er jetzt oder nicht? Er könnte meinen Yasuo töten. Den machen wir nicht, aber... Bruder, du bist tot. Der Yasuo hier hat 21. Das sind Zweierkarte. Der hat 21. Das Deck habe ich gebaut. Könnt ihr mal bitte sagen, ja, Tobi, geiles Deck. Schön, dass du das gebaut hast. Ja, Gegner hat aufgegeben. Ja, schön! Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja grundsätzlich super gerne sagen, ob ich generell, ob ihr sowas mehr sehen wollt oder ob einfach wieder mehr zu League, ne? Ich denke, jetzt gerade am Anfang kann man sowas gerne machen. Aber ja. Ich wünsche euch was Wundervolles. Haut rein, seht zu, macht da weiter. Auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb, vergesst das nie. Und auf Wiedersehen und tschüss. Miau, miau.